Ja, ich bin hier mit Mike von Heureka, der Gastro auf unserem mittelalterlichen, auf den mittelalterlichen Ritterspielen in Burgdorf. Und ja, erzähl doch erstmal, stell dich erstmal kurz vor am besten. Ja, Firma Heureka, das ist die Firma, in der ich arbeite. Und wir sind in ganz Europa unterwegs und bewirten dort auf den mittelalterlichen Festen die Gäste mit Speis und Trank. Ja, und du hast gerade schon ein bisschen erzählt, ihr macht das alles selber. Also das Kirschbier zum Beispiel, wir haben es ja angekündigt, dass ich unbedingt so eins probieren wollte. Das macht ihr selber? Ich auch übrigens. Ja, Giga kommt auch noch gleich. Ja, wir haben seit letztem Jahr eine eigene Brauerei bei uns in der Firma und haben da 6 bis 7 verschiedene Sorten Bier und unter anderem ein Kirschbier und ein Metbier. Mhm. Und wir haben einen relativ jungen Brauer, aber der ist sehr experimentierfreudig und der hat... um so ein süßes Bier herzustellen, eine neue Mischung erfunden, und zwar mit einem schottischen Malz. Das ist ein bisschen süßer, okay. Ein bisschen milder, und dann passen die süßen Komponenten wie Kirsch oder Met immer gut dazu. Ansonsten ist ja das Bier immer relativ herb durch den Hopfen, und das hat er halt ein bisschen weggelassen, und es ist halt kein Reinheitsgebot oder so, muss er auch nicht. Ist ja, richtig, ist ja weggefallen. So, genau, und dann haben wir da das eben rausgekriegt, die 2 Komponenten so gut zu machen, dass es wirklich ein richtig leckeres Kirschbier wird. Wir haben sonst immer eins gekauft, das war auch sehr lecker, aber wenn man selber machen kann, ist immer besser, ne? Ich meine, da weiß man auch, was drin ist. Ja, genau. So, und wie sieht das, ihr macht ja nicht nur die Getränke, ihr macht ja auch das Essen hier, bietet ja auch an. Ja, genau. Ist das auch alles irgendwie Hausschlachtung, oder? Wir produzieren frisch, im Rahmfleck zum Beispiel, das ist ein frischer Teig mit einer Schinken- und Käsefüllung, oder wie wir es gerade, wir können auch Gemüse reinmachen, wie ich es gerade anordne, mal sozusagen. Dann das allgemeinübliche mit einer Wurst und mit einem Schwein am Spieß und mit Sauerkraut, und dann haben wir noch ein Knobibrot haben wir noch da und einen Eierkuchen und Kaffee und Kuchen natürlich auch für die Omas, wenn sie sich mal hinsetzen wollen oder so. Nee, wir versuchen es immer recht breit zu sehen, dass jeder auf seine Kosten kommt. Sehr schön. Und kann man euch irgendwie im Internet erreichen? Habt ihr eine Homepage? Internet auf jeden Fall. Heureka-gastro.de. Da ist die Webseite. Unsere Firma gibt es schon 25 Jahre. Nicht schlecht. Und die hat wirklich, unser Chef hat ganz klein angefangen. Ja. Mit einem ganz kleinen Panflötenstand. Da ist er in die Mittelalterszene reingekommen und hat gedacht, was die dort können. Also es hat ein bisschen gehakt mit der Gastro, gesagt, das kann ich besser. Da hat der Finger dann an mit einem kleinen Stand und hat immer das, was er an Gewinn hat oder erwirtschaftet hat, hat er immer wieder reinvestiert, wieder neu gebaut, noch mehr Stände, so zack, dann Gelände gekauft, bis hin zur Brauerei. Wir haben ganz viele Bühnen, wir haben viel Technik, wir können eigentlich alles komplett ausstatten. Okay, sehr, sehr cool. Also falls ihr Interesse habt, nochmal die Internetseite vielleicht. www.heureka-gastro.de. Genau. Gut, und dann werden wir uns erstmal herzlichen Dank. Nächsten Dank, ich danke. Und ja, dann werden wir mal testen. Schmecken, ja. Dankeschön. Ja, dann nehmen wir uns das mal. Und ich habe auch angekündigt, ich werde auch eins trinken. Ich soll zwar nachher noch fahren, aber... Erzähl das doch nicht. Wenn das BKA jetzt zuguckt, dann werden wir... Es ist früher morgen, eins darf ich. Also, in diesem Sinne. Prost. Und auf euch, genau. Auf euch. Zum Wohle. Nicht schlecht. Ich kann es empfehlen. Ich finde, schmeckt mir persönlich gut. Das hast du sehr gut ausgedrückt. Ja. Um es mal ein bisschen weiter auszuführen. Es ist durchaus noch als Bier zu erkennen, was ich für ein Mixgetränk wirklich immer sehr schön finde. Denn die meisten Mixgetränke schmecken nach Limo mit Alkohol. Und das hier ist deutlich noch als Bier zu erkennen und wirklich sehr, sehr gut. Doch, man schmeckt noch raus. Ja, also Kirschbier bei Heureka bestellen. Nicht schlecht, gefällt mir.